sind hier im Gasthaus, ich habe es verbessert, im Gasthaus Die Spindel in Berlin-Friedrichshagen, ein Vorort bei Köpenick, aber noch zu Berlin gehörig. Hier sitzt Hendrik Kanis, Sommelier und Pächter des Lokals und erklärt uns oder erzählt uns etwas vom Wein der Woche, diesmal ein Pinot Noir. Jetzt geht das schon wieder los. Pächter stimmt doch nicht. Hausmeister und Eigentümer. Also, um es nochmal okay, zu sagen. Das nächste Mal sage ich alles richtig. Es wird Herbst. Es ist Rotwein und Wild steht auf dem Programm. Und nichts ist schöner eigentlich, als wenn man im Oktober, wenn es so kalt ist, oder November, heute haben wir den 1. November, wenn es so kalt ist wie schon im Winter, ein schönes Glasel Spätburgunder mit einem Stückel Wild. Du hattest doch vorhin schon. Ja, so hast du schon gesagt. Schöne Glas Wein. Das schöne Glas Wein. Das ist natürlich auch immer wichtig, hatten wir ja schon mal. Man will sich nicht arm machen. Man kann sich nicht jeden Tag einen Pinot Noir vom Hügel Montrachet leisten. Ich schon, ne? Du schon? Ja, ja. Ich schon, ne? Da sehe ich aber nicht an deiner kleinen Kamera, verdammt nochmal. Aber es gibt eben auch schöne Spätburgunder, gerade aus deutschen Landen, die für 120 Euro auch schon auf den Tisch kommen. Ja, 120 oder unter 20? Unter 20. Unter 20, ja. Und da habe ich mir heute einen rausgesucht aus Baden, den Spätburgunder RS 2007 vom Wolf Dietrich Salvey. RS steht übrigens für Reserve Salvey und ist eine Lagen-Cuvée aus Eichberg und Kirch. Salvey schaut doch aus wie Abraham Lincoln, oder? Mit diesem Backenbärtchen. Ist das der? Naja, er schaut schon aus wie Lincoln vor dem Theaterbesuch, aber ohne Bart. Und der Wolf. 20 Euro, das ist, was ist der Winothekenpreis ungefähr? Über 18 Euro. Okay. Ja. Wir stellen das und ja eh genau fest und drucken es dann ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, und Wolf Dietrich Salvey, den ich als Winzer schon seit vielen, vielen Jahren schätze, ja wirklich Urgestein aus dem Kaiserstuhl, hat auch zu diesem Thema, also teure Weine und opulente Weine und Weine zum Dozieren, Philosophieren und so weiter mal, den absolut treffenden Satz gesagt, wenn ich einen Wein trinke, will ich nicht von ihm erschlagen werden. Nein, Wein will man trinken und er soll zum Essen passen und man will Spaß haben mit Freunden in einem Gasthaus und... Oder zu Hause. Oder zu Hause. Pinot Noir. Pinot Noir von einem Vulkanboden mit ein bisschen Lehm und mit ein bisschen Granit und so weiter. Sehr, sehr opulent im Geschmack. Beerenfrüchte, ein bisschen Röstaromen, Kakao, Nougat und so weiter. Sehr elegant. Sehr elegant, das müssen wir erstmal rausschmecken. Ich hatte ihn schon. Ja, stimmt. Schöne Säurestruktur, schön abgedeckt von so einem kleinen Barrique-Vanilleton, der aber überhaupt nicht störend wirkt. Gott sei Dank habe ich noch ein zweites Glas. Kameramänner können so verdammt fordernd sein. Wenn man sich dazu so ein kurz gebratenes Stück aus so einer Hirschkalbskeule vorstellt, mit Petersilienwurzeln, so ein paar Schupfnudeln. Es gibt nichts Besseres! Naja doch, man kann aber auch anders, man könnte auch ein Stückchen Tiroler Markenspeck dazu essen. Das ist aus Belgien der Speck, das ist aus Tirol. Das oder einfach nur Wurst. Danke sehr, Herr Kanis, für diesen wertvollen Beitrag.